Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe Post bekommen, und zwar aus China. Ich habe mir nämlich bestellt, beziehungsweise Niederlande, nicht ich, meine Frau hat es eigentlich gekauft, eine Android-Box, weil ich hatte ja mal eine Android-Box für sie geholt, die wollte sie denn doch nicht. Dann habe ich sie einem Kumpel gegeben, jetzt wollte sie doch eine Android-Box für das Schlafzimmer, also haben wir eine neue Android-Box geholt. Für IPTV und ja, für das Ganze, dass sie dann im Schlafzimmer was gucken kann, weil im Schlafzimmer hat sie kein Satellitenkabel. Ich mache euch die Webseite von Bangkok auch in die Videobeschreibung. Wir haben sie da geholt, weil da war die Box halt um ein viel billiger als bei Amazon. TV-Box, 8x CPU, Cortex A. 53. Man könnte das schon mal sehen. So sieht das dann halt aus. So, mache ich mal ran. So. Von der anderen Seite sieht es halt dann natürlich ein Stück schicker aus. TV-Box. Und da unten. Und da steht jetzt ganz genau drauf: CPU 64-Bit. HECV. Ne, HEVC. H. 265 Codex hatte, CPU 8 Core, 4K UCD, das ist die T95Z Plus und die hat 3G und plus 32G, also Gigabyte, denke ich mal, meinen sie damit. Die hat mich damals schon gereizt, aber die war zu teuer und bei Bangkok war die halt ziemlich billig, ne? Also im Gegensatz zu Amazon, und das musste ich dann einfach zuschlagen. Beziehungsweise Frau hat gesagt, die soll sie nehmen. So. Packen wir sie mal hier aus. So. So. Haben wir hier eine Fernbedienung noch. HDMI-Kabel. Stromkabel, auch Deutsch Stromkabel, also nicht Android TV User Manual, und das war's schon. Mehr ist in der ganzen Box nicht drin. Wir haben ja einfach ein User Manual und da haben wir auch, welche Sprachen haben wir denn da? Englisch, ich glaube Spanisch, und Benutzerhandbuch Deutsch haben wir auch. Also Deutsch ist auch mit bei. Dann haben wir halt den Stromkabel. Meine Frau freut sich schon. Das werde ich dann hier unten einrichten. Das werde ich wahrscheinlich dann auch filmen. Und ja, haben wir dann hier den Stromkabel. Hoppala. So. Dann ein HDMI-Kabel. Gucken wir gleich mal, wie die Länge ist. So. Ja, fast 80 cm wie mein Tisch. Dürfte eigentlich ausreichen. Batterien sind keine mit bei. Aber das macht nichts, ich habe noch genug Batterien. Die Fernbedienung finde ich sehr schick. Die liegt, ist auch sehr gut in der Hand. Und mit dem Blau-Schwarz sieht das halt sehr schön aus. Und die ist dann halt hinten so ein bisschen gewölbt. Seht ihr das? Die liegt halt gut in der Hand. Haben auch einen guten Druckpunkt. Die Knöpfe. So. Und jetzt kommen wir zur Box. Die hat mich ja damals schon gereizt. Ich zeige es euch erstmal von oben. So. So, das ist die Box von oben. Mit so einem Wabenmuster. Das müsste vorne sein, da wo der Name der Box steht. Ihr seht an der Seite das Klavierlack. Hinten sind die Anschlüsse, an der Seite nochmal Anschlüsse, da auch nochmal. Die gucken wir uns gleich ganz genau an. Und hier, laut Beschreibung, soll dann halt auch eine Uhrzeit drin sein. Meine Frau hat es mit Uhren, die muss überall Uhren haben und deswegen dachte ich, das ist jetzt am besten für sie. Und dann gucken wir uns einfach mal die Rückseite an, was wir hier haben. Wir haben hier den Stromstecker.
Da haben wir HDMI. Ne, hier ist der Stromstecker. HDMI. Das ist AV. Irgendwie klappert aber was drin. Dann haben wir hier USB 2.0. Dann haben wir hier ein, seht ihr das? Ein Kartenslot. Da können wir dann halt SD-Karten reinmachen, um den Speicher zu erweitern. Dann haben wir einen optischen Anschluss für SPDF. Wir haben LAN-Anschluss. WLAN hat sie auch. Und hier haben wir nochmal USB. Das ist USB 1. Und dann haben wir noch USB 2. Also, ich denke mal, da ist irgendwas lose gegangen beim Dings, beim Verschicken, obwohl die gut verpackt waren. Jo. Da würde ich sagen, wir machen die jetzt gleich mal an und gucken uns die mal ganz genau an. Und dann werde ich die einfach mal am PC anschließen, an meine Capture-Karte. Und dann gucken wir uns das Menü auch mal an und gucken, wie sie läuft. Also das Video wird, nächste Video wird dann in zwei Etappen gemacht. Also mit dem Wackeln, das nervt mich schon. Und wir haben auch keine Möglichkeit, die aufzuschrauben. Hier sind die Gummifüße. Ne, wir haben keine Möglichkeit, die aufzuschrauben. Na, mal gucken, vielleicht kann ich ja da kontaktiere die nochmal, falls das nicht gehen sollte, weil wenn sie steht, dann fällt dir das Klappern ja sowieso nicht auf, weil die steht ja dann. So, dann würde ich sagen, dann mache ich hier jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns gleich im ersten Teil des Hardware-Videos und bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.